Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Eine ganz besondere Folge des Retro Clubs. Ede, ich glaube, hatte ich dich schon mal hier im Format drin? Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich mal ganz am Anfang, wie viele Folge Retro Club ist das? Ich glaube, die 150. Ich muss immer ein Foto hier dabei haben. Ich habe keine Ahnung, das war irgendwann mal hier im Set. Das ist Eduard Laser. Ja, an den muss ich immer denken und dann sage ich, ach, den hätte ich auch ganz gerne, aber mit Ede nehme ich auch vorliebt. Unabhängig davon, Ede, es freut mich sehr, dass wir Zeit gefunden haben. Wir haben ein gemeinsames Interesse, was ältere Games angeht. Auch wenn du hier auf dem Sender natürlich häufig, mach mal das Let's Play, mach für den Beitrag hier dann nochmal was. Ich habe zuletzt ein bisschen Super Nintendo hier auf dem Sender gespielt. Da bist du vorbeigekommen und hast gesagt, hey, lass doch mal ein bisschen Super Nintendo-Nostalgie machen. Ja, da schlägt mein Herz höher, weil das ist natürlich genau meine, meine Zeit. Und ich bin eigentlich, in dieser Sendung bin ich eigentlich besser aufgehoben als in jeder anderen, weil hier kann ich tatsächlich ein bisschen was auch zu sagen. Bei aktuellen Sachen, da zocke ich ja wirklich nur noch die Perlen sozusagen. Geht aber, mir ähnlich. Aber God of War ist schon geil, oder? Ja, God of War ist schon ziemlich geil. Aber ich meine, zu Super NES-Zeiten, da habe ich, glaube ich, wirklich einfach alles gezockt. Also wirklich alles. Und das war ja auch die Zeit, wo ich wirklich in Videospielläden abgehangen habe und irgendwann sogar auch eine Kopierstation hatte für Super Nintendo. Mhm. Und einfach, ja, das war wirklich so die Zeit, wo ich voll abgenerdet bin. Umgebautes Super Nintendo, umgebautes Mega Drive mit 50, 60 Hertz Schalter und allem. Und war auch tatsächlich meine JRPG-Main-Zeit. So, ne? Also mein erstes richtiges JRPG war, glaube ich, Final Fantasy II. Mhm. Und das war so das, was mich so in dieses Genre reingeholt hat. Und dann habe ich fast alles, was man zu dem Zeitpunkt kaufen konnte. Es ist aber auch ein sehr guter Nährboden. Das Super Nintendo war ja eine der variabelsten Konsolen, was Spiele aller Couleur angeht. Ich habe vor langer Zeit meine Spielesammlung digitalisiert. Also da gibt es ja die schönen USB-Auslesegeräte mittlerweile. Die alten Copy-Stations habe ich dann nicht mehr ranschaffen können. Man kann sie dann ja nicht nur auf dem originalen Super Nintendo spielen. Mittlerweile kann man ja auch das Classic Mini, seine eigenen Spiele drauf tun, Raspberry Pi, Retro-Boxen oder sowas draus machen. Ich habe meine Sammlung auf das SNES Mini Classics raufgetan und wir machen das heute so, wir haben vorab nicht abgesprochen, wir machen das oder das oder das Spiel, sondern wir gehen mal durch, probieren ein paar Sachen aus. Ich sehe schon 1000 Sachen, ich weiß gar nicht, wie das ja, wir sehen mal, was wir schaffen und gegebenenfalls, heute wird auch eine extra lange Folge, 1,5 Stunden. Wenn es nicht reichen sollte, dann machen wir vielleicht irgendwann nochmal 8 hinterher. Ich habe die Sachen alphabetisch hier drauf, ist da irgendetwas, was dir ins Auge springt? Also, ja, 7 Tage habe ich natürlich durchgezockt. Enix war das, glaube ich. Mhm. Ne? Actraiser, war das nicht auch Enix? Actraiser müsste auch Enix gewesen sein, genau. Aber das sind natürlich dann so Sachen, wo man sie, Actraiser können wir, glaube ich, kurz reinschmeißen. Das war ein Spiel, was ich sehr, sehr gern gezockt habe. Ich gebe dir den Controller dann auch mal rüber. Das war ja so ein Action-Adventure mit so einem SimCity-Modus. Und das ist halt auch so typisch Super Nintendo, der Mode-7-Effekt, den halt jedes Spiel, ne, hat einen auch immer gebockt. Jedes Spiel mit Mode-7-Effekt war schon mal ein Win. Ja, hier, Quintet. Genau. Quintet, die Leute, die Terranigma und Illusion of Time gemacht haben und so weiter. Ja, und das stimmt. Das war so ein Mix, Side-Scrolling-Action plus Strategie. So, hau da einfach irgendeinen Namen rein. Ich glaube, du musst gleich einen Menüpunkt auswählen, damit du den ersten Jump'n'Run-Level machen kannst. Da weiß ich auch, dass ich mich irgendwo verrafft habe beim letzten Mal gucken. Die Mischung fand ich sehr geil, weil das hast du nicht so häufig gehabt. Und auch grafisch richtig. Grafisch war es auch für ein frühes Super Nintendo-Spiel und Musik Yutsuko Shiro tatsächlich. Eines der wenigen Super Nintendo-Spiele, die er vertont hat. Geh mal einen runter vom Menüpunkt und dann auf diesen Kreis. Genau, dann kommt er nämlich in den ersten Kampflevel. Den muss man einmal machen. Dann kämpft man in einem Side-Scrolling-Jump'n'Run-Level und dann darf man puzzelmäßig, strategiemäßig dann die Dämonenlöcher stopfen. So war das bei dem Game. Ich erinnere mich kaum noch. Ich weiß nur aber auch, dass Illusion of Time und so, und das waren ja quasi inoffizielle Nachfolger von dem Spiel, meine ich, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob sie dann storymäßig zusammenhängen, aber die haben alle so Sachen, wo sie ineinander haken, storytechnisch. Mhm. Die waren eh ganz eigen. Genau, hier war es irgendwie eine Götterstatue und durftest dann fast schon so Ghouls and Ghosts-mäßig ein bisschen Gegner weghauen. Das wurde dann progressiv schwerer und schwerer. Aber die Abwechslung war das gut. Es gibt ja noch so einen zweiten Teil, der grafisch richtig geil ist. Also noch besser als das hier. Ach, das sind Dornen. Das sind Dornen natürlich, die dich dann weghauen. Fast tot. Der zweite Teil ist aber ultra schwer. Den habe ich dann auch nicht wirklich geschafft. Wie hieß der nochmal? Hieß der Actraiser 2? Das war ganz normal Actraiser 2, genau. Ist mittlerweile auch eins der selteneren Module.
Grafisch, wie gesagt, absolut toll, aber Steuerung ist Murks und das Spiel ist so schwer, dass du es, glaube ich, heutzutage nicht vernünftig spielen kannst. Du wirst auch gleich sehen, Ede, die Schwierigkeit, die habe ich dann immer hier im Regen. Ja, da kann man überhaupt nicht drüber hüpfen. Wie war das? Hier musst du von oben mit einem Seilzug irgendwie runter und dann hoffen, dass du nicht in die Ranken reingehst. Ja, wir werden wahrscheinlich gar nicht zu diesem SimCity-Modus kommen, weil du... Ich glaube auch nicht. So eine Top-Down-Sicht und hattest so, so einen kleinen Strategiespieleinschlag. Ich habe schade gefunden, dass das von Haus aus nicht auf dem Classic-Mini drauf war. Es gab so eine Liste, die ich mir gemacht habe von Titeln, die ich gerne gesehen hätte. Und du kannst ja leider nicht alles haben, von wegen Lizenzen her. Oder wer hat das Spiel, wer darf es noch verkaufen? Da hätte ich gerne sowas gesehen, so Turtles-Geschichten und alles drum und dran. Wie du halt einfach nicht vorbeikommst, wenn du einmal... unten gelandet bist. Wir haben dein Geld, jetzt spiel das Spiel erstmal für die nächsten Monate. Es ist auch sehr arcadig, ne? Mhm. Es ist schon so ein... Hast du eigentlich früher wahrscheinlich in Griechenland oder so, wie war das da mit Arcades? Weil hier in Deutschland war das ja spielhallentechnisch immer sehr schwierig. Ich weiß, bei uns in Frankfurt gab es in der Eissporthalle gab es immer zwei Automaten. Einer davon war Salamander, was ich mir dann auch direkt fürs NES als Life Force, glaube ich, irgendwann mal gekauft habe, also der Gradius-Nachfolger. Und noch einen anderen, weiß ich aber nicht mehr, was das war. Aber ansonsten war es in Deutschland ja für Minderjährige sehr schwer, irgendwie Spielhalle zu zocken. In Griechenland ist das ja, glaube ich, alles ein bisschen legerer, oder? Es war auf jeden Fall, als ich Kind war, war es legerer. Kannst ja noch mal ein Leben versuchen, dann checken wir ein anderes Spiel aus. Hier in Deutschland, ich hatte ein bisschen Kontakt mit Automaten, ich bin ja in Hamburg und Umgebung groß geworden und ich komme ja aus dem griechischen Restaurant-Business. Ich kann mich erinnern, wenn ich Automaten gespielt habe, hier in Hamburg war es, weil da mal bei einem Restaurant einer befreundeten Familie stand ein Donkey Kong-Automat im Restaurant. Und sowas habe ich dann damals gespielt oder Frogger oder solchen Stuff. Mein Onkel hatte einen Atari 2600, das war das, wo ich hauptsächlich mein Stuff zuerst gespielt habe und hier weniger Spiel hatte. In die Spielhallen am Kiez bisher nicht reingekommen, ja, genau. Mit unter 18 und alles war ja, weil die mit Spielotheken dann zusammengelegt waren, konntest du nichts. In Griechenland hattest du wirklich ganz klassisch Arcades, selbst bei mir auf dem Dorf hatten sie zwei, drei Arcades, wo du hin kannst, meist mit so einem Sandwichladen verbunden, dass du auch noch schön mit deiner Kohle und deinem Sandwich da fressen und zocken kannst und da gab's die eine Spielhalle war hauptsächlich Bubble Bobble, Tetris und Double Dragon. Und in der anderen gab es so ein paar unbekanntere Sachen. Da habe ich sowas gespielt wie Flying Shark. Das war so ein Hubschrauber, Top-Down-Shooter im Abzug. Tiger Heli. So ungefähr, ja. Ne? Oder ein Tennisspiel, ein Top-Down-Tennisspiel. Ich weiß leider nicht mehr, Tiebreaker, keine Ahnung, wie das hieß. Und das waren zwar nicht die besten, aber da habe ich auch viel Zeit verbracht. Und in anderen Dörfern gab es dann dieses riesige Neo-Geo-Ding, ja, wo du dann verschiedene Sachen auswählen durftest, weil mit so einem Rückprojektor plus Street Fighter 2 Arcade-Automaten und so weiter und so fort. Also, aber da nur natürlich leider im Urlaub. Ne? Ja. Naja, das war immer, das war immer das Highlight, wenn du im Urlaub in Italien oder in Frankreich oder so, wo die halt nicht diese Jugendschutzgesetze haben wie bei uns und du konntest dann plötzlich, ich weiß, wir waren einmal irgendwo in Spanien, da war ein Virtua Fighter 1 Automat. Oh, das ist natürlich der Hammer. Und das hat, ey, Gott, ey, da hätte ich am liebsten meinen ganzen Urlaub drin verbracht. Ja, aber sowas teilweise, ja. Machen wir was anderes. Ich glaube, wir können was anderes aussuchen, Regie. Können wir einmal rausgehen denn hier. Auf jeden Fall, da habe ich auch einen Großteil meines Urlaubs dann drin verbracht. Alien 3 war nicht schlecht. Alien 3 können wir auch mal kurz rein. Wir haben die Sachen natürlich alphabetisch hier drauf, also nicht wundern. Ja. Da draußen. Also Alien 3 war eine ganz gute Spiellizenz tatsächlich mit so einem, ja, ich will nicht sagen Metroidvania, aber so ein bisschen, ne? Bisschen so, Sidescrolling, aber es hatte halt diese geile Maschinen- Gewehr, wie, also diese, ja, die Animationen, die Sounds waren so. Dieses, war schon ganz cool. Das Licht, was da vor allem, das weiß ich auch noch. Es waren zwei verschiedene Versionen, ne? Auf dem Mega Drive und auf dem Super Nintendo waren die von unterschiedlichen Entwicklern, sodass das Level-Design anders war. Das weiß ich noch. Ja, kann sein, ich habe keine Ahnung, welche von den beiden besser gewesen ist. Hier genau mit Ripley. Ja, genau, der Flammenwerfer und so. Das war nicht so schlecht, wo man dann so durch diese. Durch die Röhren hier durch. Hat natürlich nicht besonders viel mit dem Film zu tun, wenn da viele Aliens da sind und Facehugger. Ich mochte den Film nie besonders sehr, muss ich sagen, leider. Welchen? Alien 3. Nee, bin ich auch nicht. Ich muss den mal wieder gucken. Vielleicht ist der jetzt mit Abstand irgendwie anders oder so. Also ich habe den damals im Kino gesehen, fand ich auch nicht so geil. Und ich liebe Alien 1 und 2. Es war einfach nicht das, was man irgendwie mit einem Alien-Film.
Es fängt ja schon irgendwie an mit, ja, schon abgekratzt hier. Es fängt ja schon irgendwie an mit der Gefängnisplanet, irgendwie alle Waffen weg und du kommst halt aus Aliens, ne? Und denkst dir, wie alle Waffen weg? Ja, und alle Leute, mit denen du mitgelitten hast, außer Ripley. Newt ist tot, Hicks ist tot, ja toll. Was willst du denn da machen? Ja, die wollten halt so ein bisschen zurück irgendwie zum ersten, glaube ich, so dass eher die Spannung über. Achso, und hier konnte man irgendwie Türen aufmachen, Missionen auswählen. Ja, es hatte so ein paar. Das finde ich eigentlich ganz schön. Es gab viele so Spiele aus der Ära, die so. Ja, so ein Mix waren aus Action und dann aber auch oft immer irgendwelche RPG-Elemente hatten oder so. Haben viel ausprobiert damals. Also viele Sachen waren wahrscheinlich auch Quatsch und haben nicht funktioniert, aber. Ja, man hat sich noch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Heutzutage hattest du natürlich noch mal die Tutorial-Phasen und dies und jenes. Da hast du ausprobiert und du wusstest nicht immer sofort, was du anstellen sollst. Es waren halt, ja, es waren ganz. Also es gab oft Spiele, die nicht waren wie irgendwas anderes, ne? Und jetzt gibt's halt echt. So 3-4 Templates, würde ich sagen, die dann mit unterschiedlichen. Also es gibt die Open-World-Spiele und es gibt die so und so Spiele. Und ohne jetzt über die Qualität was zu sagen, aber ich glaube, so zu so 8-Bit und 16-Bit-Zeiten, da war das alles noch ein bisschen. Da war nicht gleich jedes Spiel wie das andere. Ja, da hat man auf jeden Fall nochmal, obwohl es ähnlich aussah, vielleicht noch äußerlich viel experimentiert. Ich glaube, davon haben wir auch genug gesehen, Regie. Alien 3 wäre was, wenn man mal ein Alien-Special dann macht. Das Radar, ja, auf jeden Fall. Aber das ist nicht kein schlecht. Oh Mann, man kann fast jedes Spiel. Was ist das Asiatische da? Das ist Arabian Nights, ist ein Rollenspiel, was fanübersetzt ist. Oh, Assault Suits Belkin, kennst du vielleicht? Cybernator hieß es auf Deutsch. Sagt dir das noch was? Das ist mit dem auch Enix, glaube ich, gewesen, oder? Ich verwechsel es mit Robotrek. Robotrek war Enix, genau. Assault Suits Valken, das ist jetzt hier, es das heißt so, weil es die übersetzte Fassung nochmal ist, weil die für die deutsche Fassung die ganzen Cutscenes rausgenommen haben, kannte man hier unter Cybernator. Und das war ein Side-Scrolling-Mecha-Shoot'em-up, also oder Run-and-Gun, kann man fast sagen. Du bist so ein großer Roboter gewesen und hattest verschiedene Level. Diese Cutscenes, die wir hier sehen, waren in der deutschen Version rausgeschnitten. Man wollte sich die Mühe nicht machen, die nochmal zu übersetzen, sondern hat einfach nur die Action-Parts zurückgelassen. Drück mal auf Start. Das war eins aus der ganzen, ich glaube, Konami müsste es hier gepublished haben. Das hatte die silberne Verpackung mit dem grünen Roboter vorne drauf. Kannst du auch übergehen, dass das Briefing brauchen wir nicht. Nee, der Name sagt mir was. Wenn du das Spiel siehst, dann wirst du vielleicht sagen, okay, das kenne ich, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Sieht auch ein bisschen R-Type-mäßig aus. Ja, du wirst gleich sehen, du läufst dann hauptsächlich, du bist dann auf den Schiffen als Roboter oder als großer Wanzer, Mecher unterwegs. Doch, das kenne ich, ja. Ja. Genau, und diese Cutscenes oder diese kleinen Texte hatten sie rausgenommen aus der deutschen, deshalb habe ich hier, ich habe die japanische Version daheim gehabt und da gibt es mittlerweile eine Fernübersetzung, wo man die Texte damit lesen kann. Ach, das ist geil, da kann man hier in den Boden schießen, guck mal. Ja, stimmt, ne? Zerstörbare Physics. Das ist ganz cool eigentlich. Hast du auch nicht besonders häufig gehabt. Und das war fast schon ein bisschen Action-Adventure-mäßig, wo du nicht nur das Ziel direkt hattest, sondern auch manche Stationen finden musst, die du wegballern musst und so weiter und so fort. Hier mit dem Schild. Ja, zum Abwehren. Und auch nach links, rechts, also sehr unkonventionell. Es geht nicht nur von links nach rechts, sondern. Das ist ein bisschen größer und aufwendiger, der Level. Das und Axelay weiß ich noch. Die beiden habe ich von Konami recht häufig gezockt. Axelay war von den, glaube ich, von Musha letzte Leute, glaube ich. War das von denen? Ja. Also ziemlich sicher eigentlich. Es kann sein, dass sie dann zu Konami rübergegangen sind. Sie haben auch Space Megaforce dann natürlich gemacht. Space Megaforce, mein absoluter Lieblingsshooter auf dem Super NES. Da war es ja noch schön, ein US-Modul importiert. Das können wir auch gerne gleich mal ausprobieren. Den kann man auch immer noch zocken, der macht immer noch Bock. Das ist flawless. Das ist quasi der inoffizielle Nachfolger von Gunhead. Mhm. Auf der PC Engine. Auf der PC Engine, der auch super geil ist. Ist auch von den Aleste-Machern. Ja. Ja, das. Manche der Aleste-Spiele, das ist eine ziemlich große japanische Serie, die wurden teilweise namenstechnisch umbenannt. Da hast du das, du hattest Power Strike auf dem Master System. Das war quasi auch Aleste oder Space Megaforce, Super Aleste hieß es in Japan. Und Musha Aleste natürlich auf dem Mega Drive, was eins der besten ist. Ja. Mittlerweile leider auch ziemlich teuer geworden. Ja, das, glaube ich, hat einen richtigen Sammlerwert, ja. Ja, wenn du da die US-Version hast, dann kriegst du 100 bis 200, glaube ich, momentan dafür. Also es spielt sich gut hier. Es hat was, ne?
Da gibt es einen Ableger auch für die PS4. Zuletzt, aber die hat natürlich die 2D-Optik gegen Polygon-Grafik ausgetauscht. Muss man gucken, ob einem der Stil dann noch so gefällt, so diese neuen Retro-Titel, die aufgelegt werden. Ich finde, sowas lebt auch häufig davon, dass du natürlich noch die Original-Optik und die Sounds und sowas mit dabei hast. Aber das Spiel ist nicht so schwer wie Contra jetzt. Also du kannst ja auch ordentlich was einstecken als Roboter, bist nicht sofort irgendwie nach jedem Schuss tot, der auch schon eher ungewohnt ist. Mhm. Aber wenn du jetzt Contra erwähnst, bist du da auch bei mir, wenn ich sage, lieber Probotector als Contra, weil ich Roboter ja cooler finde. Ich find's auch, also es war zumindest was mich null gestört hat. Ich fand, die sahen auch immer ein bisschen Panne aus, die Typen bei Contra. Mhm. Es gab vielleicht mal eine Phase, wo man gesagt hat, oh cool, weiß ich nicht, Söldner. Also es ist, glaube ich, einfach so eine Geschmackssache, ob du mehr auf Krieg oder mehr auf Roboter stehst. Aber ich finde halt auch Roboter immer cooler und Probotector war in dem Sinne schon jetzt. Es hat auch gepasst zu dem Spiel. Ja, so, ne? Das ist echt schade und der Name ist auch, eigentlich ist er blöd, aber auch irgendwie cool. Probotector, was auch immer das dann heißen muss. Roboter, die Protektoren sind. Schade, dass es nicht mehr dann in den neueren Spielen auch die zur Auswahl oder so gegeben hat. Es gab ja noch eine Handvoll Games, aber dann hattest du nur noch die Söldner. Oder wenn, dann ist dann die Söldner-Variante irgendwie damit drauf gewesen. Ich glaube, auch wenn die das einfach von Anfang an als Probotector rausgebracht hätten, hätte auch nie jemand irgendwas gesagt oder so. Das ist ja auch spielerisch. Das ist gar nicht so schlecht gealtert, ey, finde ich. Was man auch merkt wieder, wenn man es gerade hier auf dem Super Nintendo Classic Mini sich anguckt, ich finde so die Grafik und Sound vom Super Nintendo, ne, die haben immer irgendwo so ein bisschen was Zeitloses. Ja. Die haben das damals ja auch ganz cool gemacht. Ist tatsächlich so. Also finde, man kann viele... Oh, warte, nicht so schnell. Also check mal, wenn dir was ins Auge fällt, ich glaube nicht, dass wir Babsi... Breath of Fire 2 ist natürlich einer meiner All-Time-Highs. Schwierig. Ich schmeiß es kurz ist rein. Ist ein tolles... für eine Minute gleich. Ist auf jeden Fall ein tolles Rollenspiel. Was wollte ich sagen? Ja, ey, die Super NES-Sachen sind teilweise zeitloser zu spielen als zum Beispiel N64-Sachen oder so. Also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Turok auf dem N64 spielst, dann denkst du dir einfach nur, das ist so scheiße hässlich und auch so sperrig und von der Framerate und allem drum und dran, dass du es kaum, und auch steuerungstechnisch, dass du dir denkst, so, das kann ich mir nicht mehr antun, ja. Aber wenn du jetzt, weiß ich nicht, so Sachen aus der 16-Bit, wenn du jetzt Final Fantasy 3 auf dem Super Nintendo, ja, das kannst du einfach immer noch gut zocken. Das hat einen ganz eigenen Charme und ich meine, es ist ja kein Zufall, dass es so Spiele wie heißt dieses Farm-Spiel auf der Switch? Harvest Moon? Ja, nenne ich Harvest, ja, von mir aus auch Harvest Moon, aber ich meine dieses andere, dieses Bauernspiel. Welches war denn dann noch? Ja, will auch nicht alle rein. Zocken. Ich bin da aber bei dir. Und die sehen ja auch alle so aus wie Super NES-Spiele und gehen mega ab, ja, oder? Also das heißt, das zeigt ja, dass viele Indie-Spiele knüpfen ja auch an diese 16-Bit-Ära an und nicht umsonst, also es ist nicht, dass man sagt, klar, es ist vielleicht ein bisschen anders herzustellen, als wenn du jetzt Polygon-Optik klassisch hättest, aber ich finde, gute Pixel-Art zu machen, ist nicht unbedingt leichter als Polygone zu machen und es altert einfach wesentlich besser. Schade, also Breath of Fire 2 werden wahrscheinlich nichts außer sehen, außer gleich dem Auge, was jetzt hier aufgeht im Intro, aber da habe ich auch mit viel Zeit, weil vielleicht haben ein paar Leute gemerkt, was ich hier drauf getan habe, das funktioniert nicht immer beim Super Nintendo Classic Mini, weil es ist kein so allgemein Emulator, der drauf ist, der unterstützt nur manche Spiele in der Standardfassung, da waren ja so Spezialchips drauf, die du nicht laufen lassen kannst, also du kannst es modifizieren, dass da auch theoretisch andere Spiele drauflaufen. Du könntest auch Mega Drive oder sowas drauf zocken, aber von dem Urprogrammierung, von dem Uremulator gibt es einige Einschränkungen, sowas wie Illusion of Time läuft nicht, funktioniert nicht richtig drauf, weil es irgendwie so Spezialsachen annimmt. Das hier ist eine Fanübersetzung von Breath of Fire 2, weil die originale Breath of Fire 2 Version war so scheiße übersetzt auf dem Super Nintendo, teilweise echt? Mit schlechten Texten. Hat man nicht so direkt gemerkt, nee. Natürlich damals, als man es gespielt hat. Hat eh nur jedes dritte Wort verstanden. Das ist eine neue Übersetzung, inklusive neuen Cutscenes und Fonts und so weiter. Da finde ich, wenn ich es nochmal spielen würde, in groß, ne, dann würde ich fast schon eher die Variante spielen, weil da haben sich Leute so viel Mühe gegeben, da nochmal mehr Texte und andere Sachen draus zu machen. Und manche von denen sind auch lauffähig auf dem Classic Mini. Ja. Nicht alle, aber einige. Ach, das war wirklich sehr schön. Gute Zeiten. Ach ja, stimmt, ja, das Schwarz-Weiß-Intro war damals, ne? Du musst es in Schwarz-Weiß immer rumgehen, bevor dann das Spiel weitergegangen ist und das zur Farbe wurde. Ja. Und du wirst mir da wahrscheinlich auch beipflichten, also
natürlich du die Rollenspiele damals gespielt, ich bin ja noch länger hängen geblieben, hab die beide gezockt. Die Geduld heutzutage für diese klassischen Rollenspiele zu haben, wird irgendwie auch dann schwierig. Was ich mir hier vielleicht gewünscht hätte, es gibt ja so Vorspulfunktionen für andere. Es ist komisch, es ist wirklich so, weil früher habe ich das so geliebt und es hat mich null genervt. Aber da hat man auch Zeit, da ist man um 13 Uhr von der Schule gekommen. Das war geil. Ne? Und irgendwie keine Verpflichtung und dann bist du auch relaxter an so ein Spiel ran. Jetzt habe ich halt irgendwie 2 Stunden Freizeit am Tag. Deshalb zocke ich auch sowas wie Witcher nicht, ja? Weil ich habe einfach keinen Bock, dann 20 Minuten Dialoge mir durchzuquatschen, anzugucken oder so. Es ist. Ich bin da echt, also habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin da vielleicht auch ein Sonderfall, aber ich tue mich bei Videospiel-Stories echt schwer, wenn die so. Deshalb mache ich auch die Souls-Reihe, weil da ist nicht so viel Gelaber und nicht so viel Cutscenes und so weiter. Und das finde ich auch zum Beispiel an God of War jetzt angenehm, dass es relativ reduziert ist sogar. Kannst dir zwar die Lore in deinen Tagebüchern und so angucken, aber mache ich eh nicht. Aber du kommst einfach so durch das Spiel. Klar gibt's auch mal hier und da Dialoge und Cutscenes und so, aber du wirst nicht so, weiß ich nicht, mir fehlt da die Geduld, so passiv dann da reingedrückt zu werden. Was echt schade ist, weil, ja, das war ja damals auch Teil also der Immersion. Du wirst ja dadurch auch in so eine Welt gezogen, wenn du mit allen Leuten redest und das gehört ja alles zum Worldbuilding im Prinzip dazu. Ja, ich bin in dem Maße dann auch bei dir. Also selbst wenn du die Zeit dann nochmal finden kannst, so länger zu zocken und wenn es geht, okay, ich habe eh das für die Arbeit zu tun, ich habe jetzt in der Arbeitszeit, kann ich ein paar Stunden investieren. Es wird schwierig, sich nochmal richtig so groß zu motivieren. Bei solchen Sachen, bei manchen Rollenspielen und insbesondere solchen Sachen kann ich mich noch fallen lassen. Persona 5 ist ein gutes Beispiel, du hast es ja auch dann angefangen. Ich glaube, wir können weg davon, Regie, sonst würde ich jetzt hier ewig herumlaufen und nach dem nächsten Punkt suchen. Ist ein gutes Beispiel, was auch ultra story-heavy ist, aber ich habe das ganze letzte Jahr damit verbracht, immer wieder zu zocken und bin auf meine 120 Stunden gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du dann normal mal hier eine Stunde und eine da spielen kannst, du hast es wahrscheinlich dann irgendwann liegen lassen müssen, ne? Ich habe es, sag ich mal, pausiert zur Zeit, genau aus dem Grund. Es hat mir mega Bock gemacht, aber ich habe gemerkt, das ist kein Spiel, wo ich mal eine Stunde spiele, sondern ich muss da, es war so ein Wochenendspiel und so. Und ich habe es auch immer noch, es hat mir echt mega Bock gemacht. Ich kann auch wirklich nichts Negatives sagen und ich habe nach wie vor auch, denke ich, werde ich es weiterspielen. Und ich habe, glaube ich, die zweite Welt habe ich fertig gemacht. Aber ja, verständlich ist es. Was mir häufig dann passiert, ist bei kleineren Games, wenn die da viel Story reintun, dass ich mich nicht so ganz. Ist das ein Remake vom NES? Das ist, das kennst du hierzulande als Castlevania Vampire's Kiss auf dem Super Nintendo. Das war quasi das zweite Castlevania, was auf dem SNES rausgekommen ist. Dracula X hieß es im Rest der Welt und ist eine Umsetzung vom PC Engine Dracula. Also der Rondo auf Platz. Du weißt ja, das mit der deutschen Synchro, was für die CD-Version rausgekommen ist. Das weiß ich gar nicht, ob ich das je gespielt habe. Es war ein bisschen seltener auch geworden. Irgendwann, ich habe es damals zum Glück in der Grabbelkiste gefunden, als die Super Nintendo-Spiele so kurz noch, die waren beim Ausverkauf und kurz bevor die Retrowelle losgegangen ist und jeder sau viel Geld dafür bezahlen musste. Ist aber noch ein klassisches Castlevania, ist noch kein Metroidvania quasi. Genau, das war eines noch, das war noch vor der Symphony of the Night-Ära. Ist nicht ganz so gut wie die PC Engine-Version, die haben das Level-Design neu gemacht. Aber ey, du kannst an Castlevania eigentlich nie so viel falsch machen. Ja. Ne? Auch selbst wenn es nicht so ganz so gut ist wie das Spiel, was das Vorbild dafür gewesen ist. Auf dem Super Nintendo hast du nicht so viel Auswahl, was Castlevania an sich angeht. Hier finde ich auch das originale Vierer noch besser. Das war auch einfach klasse. Das ist ja sowieso standardmäßig auch dabei, glaube ich. Genau. Das normale haben sie zum Glück mit dazu getan. Das hier leider nicht dabei. Aber wenn ich es dann schon mal habe und auf das Super Nintendo Classic Mini drauf tun kann, da werde ich nicht zu Castlevania Nein sagen. Musik war halt auch immer geil bei Castlevania. Ja, das ist immer großartig. Ich habe mir irgendwann mal die Soundtrack-Box geholt aus Japan mit 21 CDs. Boah. Das ist dann so eine Kiste drin mit Scheiß Musik. Scheiß Medusen immer. Und wenn sie dich treffen, bist du direkt am Arsch und dann fliegst du nämlich schon Album und das Beste. Weil du hast den Rückstoß, mit dem du nicht zurechtkommen kannst, wenn die dich einmal treffen. Sofort wieder im Abgrund. Sehen wir bestimmt gleich. Ja, wenn er mich getroffen hätte zum Beispiel. Ich glaube, du musst hinten oben rauf, ne? Sonst ist es gleich wieder wie bei ActRaiser. Das Geile, okay. Das Geile am Boomerang ist, dass er keine Herzen verschwendet, glaube ich. Also die. Aber wenn du ihn wieder fängst, ne? Oder? Ah, ne, doch nicht. Okay. Dachte, das wäre so.
Bei manchen Spielen war es so, wenn man sie. Hast du hier eigentlich auf dem Sender Symphony of the Night gespielt oder war das noch ein Ausgegraben für Game One? Irgendwas hattest du ja mal gemacht, ne? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war ein Ausgegraben oder so damals. Aber gezockt hast du es nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich habe es privat vor einem Jahr oder so, vor 2 Jahren oder so. Mhm. Oder wann kam es für die Xbox 3? Wann kam es für die Xbox 360 nochmal raus? Vor 10 Jahren oder so? Nee. Echt? Nee. Ja. Nee. Naja, 2007, 2008 wahrscheinlich ungefähr. Also ohne Scheiß. Ja, also ich habe es irgendwann nochmal auf der Xbox 360 als Download-Titel runtergeladen. Ich dachte, das ist vor 2 Jahren, aber es war in meiner alten Wohnung. Also es ist schon noch länger her, als ich dachte. Es ist, glaube ich, tatsächlich so in der Mid-2000er-Ära gewesen. Aber das ist halt immer noch einer meiner All-Time-Favorites. Ne? Mhm. Also das ist wirklich so einer, der in der All-Time-Top-10-Liste ist. Und halt auch dieses... Sehr gut. Dieses Genre einfach auch mitbegründet hat. Absolut, sonst würde es ja heute nicht nochmal Metroidvania nehmen. Ich mag die Metroids natürlich auch sehr gerne und finde, wenn du unbedingt den Vergleich machen möchtest, Symphony of the Night oder Super Metroid, würde ich wahrscheinlich Super Metroid einen kleinen Tacken vorne sehen. Ja. Einfach was so das Leveldesign angeht, aber es sind beides fantastische. Fantastische Sachen, aber es ist auch nur Super Metroid, was besser ist. Dafür sind die ganzen anderen Castlevanias besser als die anderen Metroids. Also, also kann man jetzt drüber streiten, aber ich finde sowas dann wie Area of Sorrow und wie sie alle heißen, die leider alle nur auf dem Gameboy erschienen sind. Können wir auch gerne weg davon, Regie, da haben wir genug gezockt. Dass die, die sind auch alle geil, während Castlevania 2 und Fusion und so, die sind alle nett, aber die sind nicht mehr an Super Metroid rangekommen. Wenn du irgendwann mal Area of Sorrow durch hast, kannst du mir wieder zurückgeben. Hab ich's noch? Ich glaube, du hast es noch. Von dir? Wahrscheinlich auch seit 2007 oder sowas. Aber auch irrelevant. Ja, spielst du irgendwann durch? Hab es durch. Hast es durch? Ja, ja. Da musst du auch Dawn of Sorrow spielen auf dem Gameboy. Ich hab alle Castlevanias auf dem Gameboy durchgezockt. Wir machen eine kleine Pause. Sogar Order of Ecclesia habe ich auch durchgezockt. Das ist auch ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, Portrait of Rune habe ich, glaube ich, nicht durchgezockt. Das war in Ordnung durch das Doppelwechseln, aber es ist der schwächste von den DS-Titeln. Da sind die anderen beiden stärker. Wir gehen kurz in die Werbung und wenn wir zurück sind, viel mehr Nostalgie mit dem Super Nintendo. Bis gleich. Wir sind wieder zurück im Retro-Club, Super Nintendo Nostalgie mit Ede und mit mir, mit dem Super Nintendo Classic Mini. Ein paar Sachen haben wir uns angeguckt, ein bisschen fabuliert, sind mal hier ein bisschen weitergesprungen. Das werden wir jetzt hier nicht groß spielen, aber ich schmeiße es nur mal rein als Talking Point hier. Das war ein Game, was ich vermisst habe auf dem Super Nintendo Classic Mini. Chrono Trigger ist natürlich eins der besten Spiele aller Zeiten. Absolut. Also ist auch mein absolutes Lieblingsrollenspiel und ich habe es auch... Das ist, glaube ich, das meist durchgezockte Spiel von mir. 1 Dutzend oder so mindestens. Echt? Ja, es gab eine Zeit lang, wo ich es jedes Jahr durchgezockt habe. Ich glaube, ich habe es nur einmal und 1,5 Mal oder so. Ich zocke aber auch generell, ich glaube, ich habe noch nie, außer sowas wie Super Metroid oder so. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Rollenspiel 2-mal gezockt. Musst du gucken, je nachdem. Das Ding, ich sehe es immer so, dass es vor allem zum Glück einigermaßen kurz mit seinen 20 Stunden für ein Rollenspiel kurz. No? Dass ich früher dann auch gesagt habe, hey, du hast mal eine Woche Zeit, wo du nichts anderes dann gucken willst als Film oder eine Serie gucken oder sowas, das mache ich nicht mehr so besonders häufig. Dann habe ich das einfach noch mal eine Woche lang gezockt und es gab genug Varianz und die Sidequests und die Abwechslung sind gut genug hier. Aber ich kann es auch verstehen, weil es gibt so viele Sachen, da würde ich auch sagen, wenn ich das nicht 12-mal durchgezockt hätte, ich hätte x-fach andere Spiele oder Filme gucken können. Ach, könnte ich es mir schon fast wieder vorstellen, das mal wieder zu zocken. Ich habe aber auch zum Beispiel Chrono Cross nie gespielt, dann würde ich wahrscheinlich eher erstmal Chrono Cross versuchen. Schwierig. Also Chrono Cross gefällt mir persönlich sehr gut, es ist aber weniger zugänglich als das gerade jetzt. Das Ding ist ja auch mittlerweile auch fast 20 Jahre alt, Chrono Cross. Der Grafikstil ist nicht mehr ganz so toll, die Musik ist immer noch geil, aber es hatte dieses komische, du musst deine Charaktere immer aufwendig hier ausrüsten und das Kampfsystem war so ein bisschen sperriger. Da finde ich, ist das heutzutage wirkt das einfach einfacher und besser zugänglich. Mhm. Das ist wunderschön. Es sieht immer noch super gut aus.
Das war damals wirklich die Referenz. Es war, und so abwechslungsreich auch. Ich glaube, der Grund, warum es nicht auf dem Super Nintendo Classic Mini drauf war, immerhin haben wir mit Final Fantasy 3, also Final Fantasy 6, eines der anderen besten Spiele hier mit drauf bekommen. Es gab eine PC-Fassung, die vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Mhm. Und ich glaube, die wollten sich nicht ins eigene Fleisch schneiden, ne? Indem sie die bessere Version hier drauf haben, weil die PC-Version leider ziemlich vermurkst war zu Beginn mit glatt gebügelter Grafik und schlechten Menüs und alles. Aber das allein dafür, also wäre ein Super NES Classic schon wert. Das sollte man wirklich gespielt. Also wenn man auch nur im entferntesten Sinne für so JRPGs was übrig hat, dann sollte man es auf jeden Fall zocken, weil das ist echt toll. Hat eine tolle Geschichte und hat mit diesem Zeitreise-Feature auch echt nochmal eine richtige Innovation, die einen total motiviert, an verschiedene Orte zu verschiedenen, an gleiche Orte zu verschiedenen Zeiten zu reisen und Ich liebe dieses Intro auch, diese kleinen Vignetten, diese kleinen Ausschnitte von dem, was du, das ist fast schon auch so TV-serienmäßig, ja, ne? Was geschehen wird, ne? Also da ein Auszug, da dann die Musik und gleich kommt das Luftschiff, was mit dem Grafikeffekt das Bild einmal wegreißt. Das ist so großartig. Okay, und da ist es. Super gut. Genug davon gesehen, Regie. Also einmal muss man dem nochmal frönen. Aber ja, es funktioniert einwandfrei zum Glück, wenn man es drauf tut aus Classic Mini. Oh Gott, Coolspot war ja gesponsert von, ich glaube, 7-Up, war das nicht so? Irgendwie? Coolspot war 7-Up. Ich gebe es dir einmal kurz. Lass es mal kurz ausprobieren. Die Steuerung ist heutzutage ziemlich kacke, finde ich. So ein Spiel, das hätte aber auch in der Cornflakes-Packung eigentlich landen können. Eigentlich schon, ja. Dabei war das, ich weiß gar nicht, das war so die Zeit dieser, wo auch Bubsy und Co. rauskam, wo so die ganzen cartoonigen Animationen. Mhm. Also der war sehr gut animiert und das sind so, wenn du den stehen gelassen hast, hat er immer irgendwas gemacht und so. Da sieht man ihn ja genau. Genau, Bubsy, Earthworm Jim, so ja, aus der genau. Ära, wo du wirklich die groß aufwendigen animierten Jump'n'Runs hattest. Wie hieß das mit den McDonald's Kids? Global Gladiators. Global Gladiators ist auch gar nicht so schlecht. Ey, das habe ich leider nur auf dem Mega Drive. Ich weiß gar nicht, ob es davon eine Super Nintendo-Fassung gibt. Das habe ich tatsächlich irgendwie vor ein, zwei Wochen hier im Retro-Club nochmal gezeigt, weil ich Fast Food in Videogames behandelt habe. Das hat so eine richtig abgedrehte Intro-Musik gehabt mit so funky Effekten. Ja, ah, genau, die waren so auf Mega yeah, cool. Ah. Das war so die Hip-Hop-Aufkommen. Aufkommende Ära. Ja. Coolspot war ein nettes Game, auch wenn es natürlich offensichtlich 7-Up-Werbung ist. Ich glaube, gleich sehen wir auch nochmal eine Flasche irgendwie auf dem Stuhl drauf oder so. Und du musstest hier im Level alle Punkte einsammeln. Das war der Maskottchencharakter aus den USA. Hier gab es doch diesen Fido Dido, oder wie hieß er nochmal, ne? Der komische, ja, ja, ja. Dieser Zeichenbursche mit den Haaren so nach oben. Spiel war nett, sah grafisch gut aus, aber ich finde gerade die Steuerung ist heutzutage echt ein bisschen fummelig. Es geht, ja, aber es ist, wie gesagt, für so eine verkaufte Sache war es echt gar nicht so schlecht. Aber ja, muss man jetzt nicht unnötig weiterzocken. Ja. Da ist schon. Oh, Demon's Crest, das ist Gargoyle's Quest 2. Das ist, da kannst du gerne mal reingehen, wenn du magst. Das, habt ihr das nicht neulich irgendwo? Mit Simon hatten wir ein Gargoyle's Quest Special gemacht. Hier, also Special. Es gibt drei Titel aus der Serie, die man doch mal konkreter beleuchten kann. Du kannst gerne auch mal ausprobieren. Ich hab Gargoyle's Quest vor ein, zwei Wochen durchgespielt nochmal auf dem Gameboy. Ich habe knapp 3 Stunden gebraucht. Nur? Ja. Oh, ich habe Monate gebraucht damals als Kind. Jetzt ging es in 3 Stunden zum Glück. Ja, das ist gut. Gargoyle's Quest hat auch einen tollen Soundtrack. Mhm. Und wenn du Demon's Crest bisher nicht gespielt hast, es ist schwerer, wesentlich schwerer als Gargoyle's Quest. Also ich habe es vor ein paar Jahren Let's Played mal. Wenn du nicht die richtigen Endgegner findest, weil es so Metroidvania-mäßig diesmal ist, ne, dass du so Upgrades findest und neue Drachenformen und bessere Schüsse und so weiter, kann es teilweise ultra schwer sein. Aber grafisch sieht es gut aus, Level-Design ist nicht ganz so gut wie bei Metroid oder bei Castlevania, aber ist auf jeden Fall auch ein Titel, den man sich als Fan der beiden Serien und von den Gargoyles-Sachen nochmal gerne geben kann. Fängt direkt mit einem Bossfight an. Genau, du kannst unendlich schweben. Und das ist auch sowas, fängt direkt mit einem Bossfight an, ja. Kannst nochmal probieren. Aber ich bin schon tot. Ja. Simon ist auch abgekratzt beim Boss. Aber das macht jeder beim ersten Mal. Das Glück war bei dem Titel, dass der auch als Download-Fassung gekommen ist. Also für die Leute, die damals kein Modul abgekriegt haben, das ist auch mittlerweile als der seltensten, wenn man die hierzulande nochmal holen möchte. Hast gab's, du das? Oh, okay. Ja, daheim. Als Virtual-Console-Fassung gibt es das mittlerweile.
Also, dass du bei der Virtual Console das für ein paar Euro dann nochmal holen kannst. Weil ansonsten, wenn du das Modul heute haben willst, ist es leider mehr jenseits der 100 Euro. Ja, einfach mal weitergehen. Er will mich hier in die Ecke drängen. Ach. Ja, gut. Ja, gut, genug davon. Ja, damals waren Spiele halt, oh, Desert Strike. Ey, fuck, das ist so, wir kommen überhaupt nicht hin mit der Zeit. Wir müssen nicht alles heute machen. Wir spielen einfach ein paar Sachen und wie gesagt, was wir verlängern das. Dragon Quest 1 und 2? Das ist eine Fanübersetzung, Dragon Quest Teil 1 und 2 von NES als Super Nintendo-Umsetzung. Da gibt es zum Glück Fanübersetzungen mittlerweile, wo man diese Titel auch auf Englisch zocken kann. Dragon Quest 5? Welches ist das? Du kannst ja mal kurz starten. Auch ein sehr früher fanübersetzter Titel. Da übrigens nochmal vielen Dank an Ilias, der mir nochmal eine japanische Super Nintendo-Fassung mitgebracht hat zuletzt. Der war ja in Japan und hat einfach ein paar Module mitgenommen. Gesagt, hier, es hat eh nur 100 Yen gekostet. Wie viel ist das? Es ist so unter 1 Euro oder so. Oh, krass. Wo du solche Sachen da mitbekommst. Dragon Quest XII ist eins der besten Games der Serie. Ich habe es auf dem DS gespielt. Da gab es ja die Umsetzung vor ein paar Jahren. Und das hatte so ein ziemlich geiles Generationensystem. Das war eines der ersten Spiele, die so auch Monster sammeln drin hatten, was du ja später mit Pokémon und so weiter gesehen hast. Hier ging es darum, dass du als kleines Kind anfängst und im Laufe des Spiels erwachsen wirst und heiratest und später mit deinem Nachkommen zockst. Mhm. Das war also ganz geil. So ein bestimmten so Phantasy Star 3 mäßig. Stimmt, so, ja. Es war, glaube ich, sogar noch was vor Phantasy Star 3 oder kurz danach, aber es hat es besser gemacht als Phantasy Star 3, weil da war es, das Konzept war geil, aber der Rest des Spiels war nicht so gut. Die Idee war ganz nett, aber... Und da auch der Vorteil, den ich vorhin nochmal erwähnt habe, ob es jetzt hier auf dem Classic Mini ist oder auf anderen Varianten, dieses Game nur original in Japanisch rausgekommen, aber dank Leuten, die sich die Mühe gemacht haben und Patches erstellt haben, dass du solche Sachen auf Englisch sorgen kannst für Leute wie mich, die einfach zu dumm sind, um Japanisch zu lernen, da ist das sehr nützlich. Es ist immer so ein bisschen undankbar, Rollenspiele so am Anfang. Ja. Hier kannst du zum Glück sowieso, die Cutscene ist gleich vorbei und dann kannst du dann richtig spielen, in Anführungsstrichen. Aber die nehmen sich dann auch ihre Minute oder fünf am Anfang, um einmal die Story zu erzählen. Ist auch, kann man vielleicht so ein bisschen analog zu Final Fantasy 2, also Teil 4, was du erwähnt hast, dann sehen. Das war ja grafisch auch nicht das Aufwendigste auf dem Super Nintendo, aber inhaltlich hat Spaß gemacht. Da hat man gesehen, was für ein paar Jahre auf dem Super Nintendo raus oder ausmachen. Spätere Dragon Quest und spätere Final Fantasy sehen nochmal umso geiler aus. Ja. Kommt ja jetzt auch ein neuer Teil demnächst, oder? Ja, im September kommt Dragon Quest 11. Ich hoffe mal, ich habe da mit Square schon gequatscht, dass wir hoffentlich da mal vorab was bekommen. Kommt für die PS4 und für den PC, glaube ich, hier raus. Eine Switch-Version ist in Arbeit, für den 3DS leider nicht mehr. Und da bist du in deinem klassischen Outfit da unten. Der 3DS wird durch die Switch fast schon so ein bisschen obsolet. Ja, das Einzige, was... Das ist einfach der bessere Handheld. Das Einzige, was mir fehlt, ist, dass die eine Handvoll Sachen einfach immer noch auf dem 3DS rausbringen. Also, warum nicht das Metroid, was gekommen ist vor einiger Zeit? Warum da keine Switch-Fassung dann davon? Oder auch ein paar exklusive Sachen, die nochmal jetzt die in den nächsten Monaten rauskommen. Dann lieber... Bringt mir alles auf der Switch. Ich habe zwar den 3DS daheim, aber dann würde ich es lieber auf einer richtigen Konsole spielen. Ich brauche den 3DS. Ey, sag mal, das wurde doch nochmal für den Gameboy neu aufgelegt, oder? Für den DS wurde es nochmal neu aufgelegt. Ja, aber es gibt auch ein paar Gameboy-Ableger von Dragon Quest. Das kommt mir nämlich bekannt vor, nur in besserer Grafik. Das sah dann nach PlayStation 1-Optik aus, wo du die Grafik drehen kannst. Und mit besseren Sprites. Falls du irgendwann mal nochmal unterwegs Rollenspiele zocken möchtest, dann gibt es ja auch Dragon Quest 7 und 8 nochmal als Remakes. Naja, das ist ja das Journey of the Dragon King oder wie das heißt. Das ist Teil 8, genau. Ja. Journey of the Cursed Kingdom oder irgendwas. King. Irgendwas oder Cursed King, ich weiß nicht mehr wie die. Die Reise des verwunschenen Königs. Ja, genau. Ja. Da können wir auch mal nach was anderem gucken. Dragon View war Drakken Teil 2. Evo war ein Jump'n'Run gemischt mit Evolutionsgames. Die Earthworm Gyms habe ich damals gern gespielt, aber heutzutage nicht mehr so. Kennst du noch Equinox? Klar. Das war dieses isometrische mit der ganz komischen Farbgrafik. Ich hatte zuerst das mal. Das war, glaube ich, der Nachfolger von Soulstice. Soulstice, genau, dieses NES isometrisch herumlaufen, Puzzle. Hat mich immer an alte PC- oder Computergames erinnert. Die hatten ja gerne mal so dieses Kadaver und der andere Schissel. Also, das hat, wie gesagt, habe ich auch gezockt, weil man einfach alles gezockt hat, aber ich glaube, also.
Das war schon, da muss man schon Bock drauf gehabt haben. Ich bin nicht damit zurechtgekommen, weiß ich. Ich hatte mir das zuerst ausgeliehen aus der Videothek, weil das war meine erste Anlaufstelle, immer Sachen aus der Videothek ausleihen und gucken, ob es was bringt und taugt, und irgendwann mir mal nachgekauft, weil ich bin damals nicht zurechtgekommen auf der Videothek, aber ich habe gedacht, ach komm, wenn du es irgendwo mal günstig finden kannst, probier es aus. Es sieht interessant aus, aber es war auch sehr, sehr sperrig teilweise. Ich finde auch, ich mag die hohen oder die großen Sprites hier. Aber du hattest eben so ein komisches Puzzling. Plus, komm mit der Perspektive zurecht, wo kannst du drauf springen? Wo ist die Ecke da oben zum Beispiel? Ich habe zwar Schatten, schon mal der Vorteil. Ein bisschen Landstalker-mäßig, ne? Ja. Aber der, also der Grafikstil ist auf jeden Fall also nicht jedermanns Sache. Die ganzen bunten Farben und so. Es sieht nicht scheiße aus, aber es ist irgendwie auch... Kann ich darüber springen? Ich finde, es hat nicht so den allerbesten Charme. Ich bin gestorben. Nee, leider nicht. Und du hast es gesehen, eins der Spiele von Sony produziert, bevor sie noch eigene Spiele gemacht haben. Die hatten ja das und wie ist der Sidescroller? Den habe ich hier auch nochmal mit drauf. Nicht Captain Hook, sondern auch so ein ähnliches Spiel. Da werden Sony? Wir, ja, das auf dem Super Nintendo nochmal rausgekommen ist. Warte mal, wir gehen mal kurz raus hier, Regie. Dann kann ich nochmal kurz gucken, welches Spiel es war. Habe ich hier aber auch drauf. Wie hieß es denn nochmal? Mal nachdenken, es war ein Skyblazer. So hieß es. Skyblazer? Skyblazer, Moment. Oh, was? Das habe ich ja hier noch. Das ist ein ganz cooles Spiel. Das ist wesentlich besser als Equinox. Skyblazer, SSSS. Da, das ist. 17. Probier das mal kurz aus. Das kann man nämlich wesentlich besser spielen. Für mich sah es immer aus wie so ein Captain Hook-Spiel, weil du einfach so einen Charakter hattest, der wie Peter Pan ein bisschen ausgeschaut hat. Also der Name sagt mir gerade was, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Irgendwann auf I'm Start. Raglan. Du bist der Raglan. Der Raglan Story. Ah ja, ja, doch. Ja, das ist nicht schlecht. Sehr rätselig der Charakter auch, ne? Da, da, tu! Ha, ha, ciao, ha, ha, ciao. Guck mal, grafisch gar nicht schlecht. Ist echt nicht schlecht, ne. Ich denke, als Kind hatte ich auch den Eindruck immer, wenn es von Sony ist, das sind ja die Experten, was so Hi-Fi-Equipment und Walkman angeht, der Sound muss gut sein, weil es ja von Sony. Die können ja keine schlechte Musik machen. Schlechte Soundeffekte. Sehr gut. Hat auch ein bisschen was von diesem Neo Geo-Ding Magician Lord. War ja auch so ein bisschen, ne? Sidescrolling, viele Gegner weghauen, wegmagieren. Das ist ein Beholder hier. Das ist echt sehr schwer. Ich glaube, das habe ich nie wirklich gespielt. Auch gleich der Megaboss, Ashura. Na guck mal, er hat die Frau in der... Oh nein. Schnell. Ah, nee, ich schätze mal Intentional Death. Ab hier müsste ich das Spiel, denke ich mal, wenn ich mich richtig erinnere, öffnen, dass du dann auch eine World Knob und so weiter hast. Aber auch, also kann ich dir gerne empfehlen bei Zeiten, falls du irgendwann mal nochmal ein... Ja, wäre nicht so schlecht. Das hat auch so ein paar RPG-Elemente, oder? Ein paar, ja. So ein bisschen, aber nicht so sehr wie jetzt die... Ghosts and Goblins oder hier die Gargoyles Quest-Dinger. Hier, das habe ich gespielt, bis ich ohnmächtig geworden bin. Haus mal rein für die Musik alleine. Weil ey, SimCity auf dem Super NES habe ich so krass viel gespielt, ey. Hast du das auch gemacht, dass du hast deine Stadt gebaut und dann hast du nachts dein Super Nintendo angelassen und morgens geguckt, was draus geworden ist? Nee, habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Nee, ich war, also weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, Nimm mal Select Szenario kannst du, glaube ich, machen. Kannst du zurückgehen? Warte. Achso, ja, er muss erstmal rechnen, natürlich. Hier, du kannst dir ja eine Map ausrechnen lassen. Ja. Oder such dir da irgendwas aus, ja. Haben Kumpel und ich auch sehr gern gespielt. Ich habe mir das extra sogar auf dem Amiga nochmal gekauft, nachdem ich es auf dem Super Nintendo so gern gespielt habe und dann gemerkt, oh, die haben die Steuerung und alles andere viel geiler gemacht auf dem Super Nintendo. Hat erstaunlich gut funktioniert mit dem Controller. Ich weiß gar nicht, ob das in irgendeiner Form... Gab es nicht auch einen Cheat?
Ja, irgendwas, wo du im Menü deine Steuern runterpacken musst und dann wieder hoch und dann ist auf einmal viel Geld, irgendwie sowas. Ne? Ich meine, es gab irgendwie einen Cheat. Ich weiß auch nicht mehr, ob das gut gealtert ist, aber es hat mir megamäßigen Spaß gemacht. Und es war noch so schön simpel. Die Residence. Genau, Industriegebiet und Commercial noch nah dran. Im Handbuch haben sie vom Donut-Prinzip gesprochen, weiß ich noch, ne? Dass du immer diese Neunerblöcke mit in der Mitte was frei dann baust, genau. Damit du da dein Polizeirevier oder die Feuerwehr machen kannst, damit die dann auch entsprechend geschützt sind. So, dann kommt ein Atomkraftwerk. Direkt daneben. Okay, machen wir erstmal Kohle. Dann musstest du irgendwie Strom. Die Stromleitung. Genau. So, dann hören sie auf zu blinken. Da nochmal ein paar Commercials, ne, damit sie einkaufen können. Was haben wir auch noch gemacht? Mein Kumpel und ich haben, glaube ich, hauptsächlich Bahnschienen gebaut statt Straßen. Ja, haben wir auch gemacht. Weil die dann, genau, weniger Verkehr und weniger Umweltverschmutzung. Genau, wir haben auch am Ende, das war ein bisschen doof, das war alles nicht so ausgefeilt und smart, wie das heute ist, aber wir hatten dann auch irgendwie alles nur mit Bahnschienen. Erinnere mich jetzt, wo du es sagst. Industriegebiete. Deshalb, ich habe ja auch sehr gerne hier City Skylines gezockt, wirklich immer noch gerne, weil ich das einfach, das ist einfach so entspannt und es macht so Spaß und es ist so stressfrei und irgendwie kann man da so. Ja, neuere Sachen, auf dem PC habe ich dann nicht mehr so viel gespielt, muss ich sagen. Auf der Konsole gab es ja nicht so viel vergleichbar einfach umzusetzende Sachen. Es gab noch diese SimCity 2000, was ich fand, da bin ich nie zurechtgekommen. Wo, da musstest du dann die Wasserrohre. Wasserrohre ja. Von unten und hä, was soll das? Ich will einfach nur meine Gegend bauen und dann mit Strom verknüpfen. Und dann reicht mir das. War mir auch immer ein bisschen too much. Kann ich ganz. Macht bestimmt Spaß, wenn man es Bock hatte. Es gab ja auch auf dem PC, gab es ja viele so Sachen, so A-Train und wie sie alle heißen. Wieso haben die keine Chance? So. Und jetzt sieht man hier, wie es anfängt, ne? Hau mal deinen Speed drauf, das kannst du auch im Menü machen, dann können wir mal sehen, was mit denen passiert. Wo? Genau, pack mal auf volle Pulle. No. Und dann entwickeln sie sich jetzt schnell. Also ich bin nie bis zum Ende gekommen, also ein klassisches Ende gibt es natürlich nicht, dass du sagst, hier kommt der Abspann oder so, aber du kannst deine Megalopolis bauen mit 1 Million Einwohner irgendwie so. Du musst nicht über eine bestimmte Einwohnerzahl kommen. Also ich weiß, dass ich sehr weit gespielt habe, dass der ganze Bildschirm voll war und wirklich nichts mehr hingepasst hat. Und dann kommt der Kack Bowser. Das habe ich, glaube ich, kann man das ausstellen? Ich glaube, ich habe das ausgestellt mit den Naturkatastrophen. Aber da sieht man hier, das ist halt. Man muss natürlich sagen, nach heutiger, also es sieht wirklich nicht mehr schön aus. Ne? Selbst das Super NES könnte es wahrscheinlich, ja, ich komme gar nicht mehr zurück. Gar nicht mehr zurückscrollen. Achso, Select vielleicht? L und R? Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ah, okay. Also das sieht natürlich auch nach Super NES Standard nicht gut aus, aber da weiß man natürlich auch nicht, wie die KI funktioniert und was den Speicher da gezogen hat und so. Oh, guck mal, da bildet sich alles aus. Nee, das weiß ich auch natürlich nicht mehr. Aber ich habe auch viele, 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 viele Stunden damit verbracht und gerne immer mal dann geschaut. Nur nie bis zur kompletten Stadtreife gebracht, leider. Und diese Szenarios, die wir am Anfang gesehen haben, waren ein bisschen so wie bei dem Fußballspiel. Ne? Das ist eine Situation und mal gucken, ob du dieses Problem lösen kannst, ob du das Verbrechen in dieser Stadt auflöst. Ja. Was können wir denn auch noch mal probieren? Ja, schau dich da einfach mal um. Ach, okay, das ist Persona 1 oder was? Das sind die Vorgänger von Persona als Fernübersetzung. Oh, das ist natürlich ein richtiger Classic. Das ist, glaube ich, auch richtig teuer, wenn man das heute hat. Es geht mittlerweile, ja. Ich ärgere mich ein bisschen, also ich habe es mir später nochmal für mehr Geld wieder zurückgeholt. Das war auch ein Spiel, das habe ich mit am meisten aus der Videothek ausgeliehen. Ich habe es für 149 Mark damals gekauft. Ich habe es mal auf einer Gebrauchtbörse für 20 Mark gesehen und gesagt, ach komm, das holst du irgendwann später wieder. Und dann muss ich doch 60, 70 Euro dann dafür latzen, wo ich es nochmal holen wollte. Geiler Anfang. Ich hatte es auch in meiner Top-Liste der besten Rollenspiele ever drin, irgendwo relativ weit oben, dass du einfach mal Leichenschauhaus. Gerichtsmediziner. dann anfängst. Also das Spiel ist der Hammer. Übrigens, die Mega Drive-Variante ist auch nicht schlecht. Die ist ganz anders. Die habe ich auch sehr gerne gespielt.
Aber ein bisschen klassischer Rollenspielmäßig. Das war ja das Top-Down-Ding, ne? Ja, ja, genau. Aber da musste man auch so Computer hacken und so. Und das war halt hier so ein Rollenspiel, das dann mal so ein krasser Gegenentwurf zu den JRPGs war, weil es so ja, westlich natürlich, aber auch vor allem sehr erwachsen schon in der ganzen Welt und so. Und es hat eine unfassbar geile Atmosphäre. Ja, mit den, ich würde fast sagen, das kann man immer noch spielen. Ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, ich kann nicht genau sagen, ob es sich wirklich gut gehalten hat, aber es ist ein es gibt ja auch noch Shadowrun-Spiele, die noch mal als Kickstarter rauskamen. Die Kickstarter-Dinger sind eh fast direkt davon inspiriert. Die wollten eben ein ähnliches Game wie das hier machen, ne? Nur mit ein bisschen mehr Taktikelementen, was so die Kämpfe angeht. Und so, ich kann es, glaube ich, einfach durch die Tür raus oder so. Ich muss und eine andere Taste drücken. Ausrüsten. Ja. Gebrauchen. Benutze für Leichenbestatter. Kannst du die aufmachen, die Tür? Öffnen. Ach genau, die verstecken sich dann im Wandschrank, weil sie Angst haben, weil der Tote wieder auferweckt ist. Jake Armitage oder irgendwie sowas. Der Decker, der durch die... Der durch den Cyberspace mit seinem Cyberdeck. Und du kannst halt hier wirklich so Maus, wie mit der Maus, wie ging das denn? Aha. Hast du ja gerade gemacht mit dem Finger. Ja, die Steuerung, ja. Da muss man erstmal wieder reinkommen. Aber du hast es ausgeführt, genau. Es war so der Gegenentwurf zu den vielen japanischen Sachen, die man drauf gesehen hat. Ein bisschen anders, stimmungsvoll, ne, knifflig in manchen Dingen, die du nicht so von anderen Spielen her kanntest. Ja, ist halt natürlich auch, kann man heutzutage, wäre das alles auch ein bisschen zugänglicher und komfortabler. Aber, kommen wir vielleicht mal raus. Die Musik ist auch so geil. Ist auch sehr, sehr gut, ja. Wer hat das eigentlich entwickelt? Ich weiß gar nicht mehr. War es Beams Software? Das müsste ein australischer Entwickler sein, ich kann das nochmal checken. Waren aber andere Leute als die mit der Mega Drive-Fassung. Ja, ja, das auf jeden Fall, aber. Ja, ich glaube, es müsste Beam Software gewesen sein. Vielleicht bin ich aber in Australien, aber ich kann das gerne nochmal checken. Aber ja, das habe ich mir sehr, sehr oft aus der Bibliothek ausgeliehen. Aber waren das dann? Du hast ja keinen Safe-Stände, dann musstest du immer wieder. Ja, ich weiß dann, das eine Mal, wo ich es ausgeliehen habe, habe ich es auch durchgezockt. Dann immer die typische einmal bezahlen und für 3 Tage benutzen. Mhm. Samstagmorgen bis Montagabend, weil Sonntag hier zu ist. Da ist also 3 Tage für einmal Geld rausbekommen. Und also die anderen Male habe ich darauf gehofft, dass niemand das zwischendurch ausleitet und meinen Spielstand überschreibt. Mhm. Kannst du dann auch bitte nicht löschen. Den Spielstand nennen? Ja, ja? Den Spielstand. Hab ich gemacht immer bei Videotheken. Ja, das ist immerhin nice, wenn jemand sich da noch daran hält. Ich hätte dann fast gedacht, dann leihen sich Assis das Spiel und sagt, dann lösche ich es erst recht. Kann natürlich passieren, ja. Aber ey, man sieht halt hier auch den Freiraum, den man schon hat. Du bist hier komplett, weißt du, da wird nicht irgendwie Mission. Es hat gerade angefangen und ja, du kannst überall hingehen. Du bist einfach mitten in der Welt und da wird nicht irgendwie angezeigt mit irgendeinem Pfeil, wo du als nächstes hin musst und welche Quest und so weiter, sondern es ist einfach wirklich durch die Welt laufen und alle Türen öffnen und gucken, was da ist. Ja, also kann man natürlich drüber streiten, ob das noch heutzutage zeitgemäß ist, aber so war das halt. Kannst überall rein hier, kannst alles durchsuchen. Das ist im Prinzip wie Fallout, ja, das ist der Blueprint für Fallout. Du weißt noch nicht mal, wonach du genau suchst. Du suchst halt den Bildschirm ab. Und wenn du dann eine Sache nicht gefunden hast, hast du erstmal gehangen. Aber das war halt auch die Zeit der Komplettlösung, ne? Wo dann die Powerplay gekauft hast. Du musstest auch darauf hoffen, dass in der Powerplay dann das drin war. Können wir auch gerne weg davon, Regie. Weil das können wir irgendwann noch mal ausführlicher wahren. Wenn du gehangen hast und die Powerplay nicht dann die Tipps und Tricks hatte, das waren ja diese raustrennbaren Seiten, diese grünen, hatte ich auch noch mal irgendwann meinen Hefter, wo ich die reingetan habe. Ich weiß bei Zack McCracken, ich habe 2,5 Jahre das Ding nicht spielen können, weil ich nicht wusste, wie das Feuerzeug zu holen ist am Anfang. Und darauf gehofft, dass irgendwann mal Tipps und Tricks in der Powerplay sind in Vor-Internet-Zeiten. Ja, das war, those were the days. Wir gehen noch einmal kurz in die Werbung, Leute, aber wie gesagt, wir haben eine extra lange Sendung heute. Halbe Stunde werden wir noch mal ein bisschen abladen. Samurai Showdown? Können wir gleich unter anderem ausprobieren. Wusste ich nicht, dass es das Super NES gibt. Mhm.
Da sind wir wieder zurück aus der Werbung. Ein bisschen haben wir heute noch extra lange Retro-Club-Späße mit Ede gemeinsam und Super Nintendos. Vor der Werbung sind wir auf Samurai Showdown gestoßen und wir tauschen mal den Controller, weil ich leider nur einen Controller mit kurzem Kabel hier habe. Oh, das ist aber sehr kurz. Ja, es ist nicht das richtige SNES Mini, sondern ich habe noch so einen Adapter für die Wii damals gehabt und leider den falschen Controller mitgenommen. Natürlich, falls du Samurai Showdown noch nicht für das Super Nintendo gesehen hast, eine der vielen Neo Geo Umsetzungen. Wen hast du? Haomaru? Nehme ich mal Ukiyo. Wesentlich kleinere Sprites, weil mehr war nicht möglich auf dem Super Nintendo als hier. Und alles nochmal ein bisschen runtergesetzt, aber die waren auch nicht so schlecht für jemanden wie mich, der die nur in der Arcade sonst spielen könnte. Und sonst nur Street Fighter auf dem Super Nintendo gehabt hat, was natürlich cool ist. Ne? Aber du wirst auch gerne mal ein bisschen was anderes probieren. Das hier und Fatal Fury habe ich auch häufig gespielt auf dem SNES. Okay, nicht mehr, wie das geht. Im Zweifel Super Street Fighter Moves. Aber sehr, sehr klein, die Sprites, fällt mir jetzt wieder auf, ne? Verglichen mit den Riesenömmeln. Und die Brutalität ist natürlich ein bisschen runtergesetzt. Konnte man hier eigentlich Arme abtrennen oder waren es nur die Blutfontänen? Nee, das gab's glaube ich nicht. Aber es waren die großen Blutfontänen dann, ne? Auf dem Neo Geo. Ja, genau. Ich hatte Neo Geo allerdings nicht lange, weil ich es dann irgendwann auch wieder verkauft habe. Mhm. Und habe mir es für 400 Mark damals gekauft mit Windjammers und Samurai Showdown. Das ist eine gute Auswahl an Spielen, ja. Und das war damals aber auch ja, der Mega-Hit. Allerdings hatte ich nur ein Joyboard. War dann so ein bisschen, war jetzt nicht gerade... Gut, für Windjammers ein bisschen abträglich, ne? Ja. Kannst du kein, wollen wir Neo Geo spielen? Komm her und guck mir dabei zu. Ist halt, ja, die waren ja auch schon, allein die Joyboards waren ja schon mega teuer, glaube ich. Mhm. Ja, wenn du schon 1000 Mark für so eine Konsole ausgeben musst. Mein Kumpel hatte ein Neo Geo CD irgendwann geholt und da einige Spezialausgaben noch. Er hatte Fatal Fury, war es Fatal Fury 3 mit der Münze, die er noch bekommen hat. Da war ich auch immer sehr neidisch, weil ich konnte mir kein Neo Geo leisten. Ich musste mit dem ja Vorlieb nehmen. Ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ja, es ist auch genug da. Prügler muss man nicht unbedingt... Was ist denn das? Das ist das Sailor Moon Rollenspiel. Ach du Scheiße. Ist ein sehr gutes Spiel, ja? Tatsächlich. R-Type 3, Raiden haben wir hier. Oh, Pop and Twinbee. Pop and Twinbee kannst du... da hau das mal rein, spiel das mal zu zweit. Ups, geh mal zurück und drück mal A gleich. Das hatte ich auch mal hier kurz im Hängehaufquartier kurz gezeigt. Ich habe die Shooter von Konami alle geliebt. Die waren super. Ob jetzt Pop into the Game. Das war ein Spin-off von Parodius quasi. Genau, oder? Gehen wir auf Two-Player. Parodius war eher das Resultat dann davon. Pop into the Game gibt es schon ein bisschen länger. Als Parodius? Bist du sicher? Ja, das hieß Bells and Whistles unter anderem. Such dir irgendwas aus. Das ist die japanische Version, die jetzt hier draus ist. Deshalb sind die Texte nicht. Das gab es nur in Japan und in Europa, die Fassung. Das ist einer der späteren Einträge der Serie. Die Serie gibt es schon seit Mitte der 80er. Und Parodius war, da hast du auch die Twinbee-Raumschiffe da drin gesehen, war quasi ein bisschen so die Antwort oder die Fortführung davon. Die Glocken kennt man ja auch noch aus Parodius. Genau. Ey, damals konnte Konami echt wenig falsch machen. Tja, das ist ja... Ups, das war der Special. Egal. Hast du denn gerne mal so Shoot'em-ups auch gespielt oder nur hier und da mal was, wenn du was bekommen hast? Nee, ich hab, also wie gesagt, damals war ja auch so Life Force, war so Radius-Reihe, war so auf dem NES, war so eines meiner Lieblingsspiele. Was ich nicht mochte, war, wenn es zu schwer war einfach. Also ich war nie so einer, es gibt ja auch Leute, für die ist das halt so eine richtige Disziplin, so diese ultraschweren Gaiares und weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Oh ja, Gina, Hellfire, so diese Megadrive-Sachen, ne? Genau, die ganzen Megadrive-Sachen, Truxton, wobei ich gar nicht glaube, so schwer. Aber ich habe schon gerne gezockt, Ballerspiele, ja. Aber so, ich war jetzt nicht einer, der jetzt irgendwie für 300 Mark Ikaruga kauft oder so. Also so Fanboy war ich dann irgendwann nicht. Aber Parodius, also die ganzen Konami-Shooter zum Beispiel und die Aleste-Spiele, wir müssen auch wirklich gleich mal Space Megaforce zeigen. Packen wir gleich mal rein. Weil die waren irgendwie... Die waren nicht so schwer und die haben einfach richtig auch Bock gemacht. So, ich war jetzt nicht einer, der da die krasse Challenge immer gesucht hat.
Das ist ein bisschen von Xevious auch, dass du hier auf den Boden zielen kannst. Ja, ist direkt davon abgeschaut, stimmt. Das war so das Vorbild. Da bin ich auch bei dir in der Sache. Ich spiele Shooter auch eigentlich ziemlich gerne. Meine Reflexe sind damals schon nicht mehr das gewesen, was sie heute auch nicht mehr sind. Also diese Bullet-Hell-Sachen kann man ab und zu mal machen, aber dann will ich doch eher ein bisschen Sachen, die mich herausfordern, aber mich nicht sofort dann komplett killen. Dann auch lieber, wenn ich abkratze, dass ich nicht den Level nochmal anfangen muss. Das ist auch sehr hilfreich, ne? Dass es dich dann nicht wieder komplett am Anfang rausschmeißt. Solchen Stuff hier oder die Aleste-Dinger waren auch nice. Ja, das kann man hier ganz gut spielen, finde ich. Und Parodius hat halt auch mega Bock gemacht. Ja, das war super gut. Glaube ich, drangekommen, weil ein Kumpel von mir dann auf dem NES Gradius gehabt hat. Und von da an haben wir die Sachen eigentlich dann immer weiter gezockt. Und du hast ja auch die PC Engine erwähnt, war ja auch ein Hort für sehr, sehr gute Shoot'em-ups. Ob es jetzt Gunhead, wie ist das andere nochmal? Superstar Soldier oder so? Wenn es weitergegeben hat, da gab es etlichen Stuff. Und ich liebe auf dem auf der PC Engine oder auf der CD-Variante besser gesagt Lords of Thunder und Gate of Thunder. Das sind die gab es aber auch, glaube ich, fürs Mega Drive. Oder Lords of Thunder gab es fürs Mega CD. Ja. Mega CD, genau. Ist auch geil. 2D-Baller-Action mit Heavy-Metal-Mucke. Ja, komm, wir machen mal weiter. Ja, genau. Aber kann man immer noch gut spielen. Das ist echt sympathisch. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es vor Parodius rauskam. Wir können ja mal. Bist du Space Megaforce mal? Das würde ich gerne mal sehen. Wo haben wir es denn? Da ist es. Space Megaforce natürlich nur in der US-Fassung so. Super Aleste. Ja, Super Aleste. Gab es eine Euro-Version? Das müsste hier auch dann rausgekommen als Super Aleste, also rausgekommen sein. Irgendwann mal das Modul geholt auf einer der Tauschbörsen hier. Das hatte ja diese sehr vielen Waffenvarianten hier, ne? Ja, ja, genau. Das hat halt später, hast du so Waffen, dann musst du eigentlich nur noch drücken. Kannst du gedrückt halten zum Ballern? Ja. Du kannst halt jede, es gibt verschiedene Waffengattungen wie Laser oder jetzt halt diesen Schuss und die kannst du halt immer upgraden durch diese Dinger, die man einsammeln kann. Dann gibt es zum Beispiel, später gibt es so Homing-Laser. Auf der höchsten Stufe brauchst du eigentlich nur noch die Taste halten und er klärt den ganzen Bildschirm sozusagen. Hier ist Laser. Da sieht man den Laser, ja. Ja, stimmt. Die Aleste-Spiele haben sehr häufig zwischen den Waffen hin und her gewechselt, dass du auch möglichst verschiedene Art von Schüssen dann immer hier hast, was auch dir entsprechend hilft in dem Bereich, wo du gerade unterwegs bist. Geschwindigkeit ist vergleichsweise hoch von deinem Schiff, dafür, dass das Scrolling jetzt langsamer ist, weil da viele Gegner sind. Ja, dann kommen auch noch richtig schöne Bossgegner. Das ist jetzt, habe ich wieder auf. Und da ist... Was ist passiert? Pause gemacht? Ja, scheinbar. Ah, und okay, Multidirectional in der Richtung, wo du ballerst. Gut, der Schuss. Der ist nicht gut, nee. Der ist richtig dumm. Deshalb habe ich die Top-Down-Running-Guns nicht so gerne gespielt, dass du nur in die Richtung geballert hast, wo du hingeguckt hast und den Gegner oft oder deinen Charakter oft nicht arretieren konntest. Da hätte Twin Stick sehr geholfen. Ja, absolut. Das ist ja ein richtiges Genre geworden mit den, sagt man, Twin-Stick-Shooter oder was? Mittlerweile ja, dank Geometry Wars, ja, weil, also es gab es bestimmt auch schon vorher mit den Twin-Sticks, aber es war ja quasi das, wo sich alle orientiert haben. Sehr gut. Spread. Come here. Oh ja, nice. Die kannst du mit R-Taste, kannst du die festhalten. Ah, also wenn du kannst die so lose machen, dann suchen die sich selbst. Und die kannst du dann bei Bossen, kannst du die quasi, kannst jetzt gerade nicht zeigen. Aber du kannst sie dann quasi so, und dann kannst du die einfach so in den Gegner quasi reinlegen. Oh, das ist praktisch, ja. Und dann sind die... Abwehr nicht mit mir. Genau, guck, kannst du einfach so nach links und rechts. Ganz gut. Ich weiß gar nicht, bis zu welchem Level man die upgraden kann. Ja, wie so ein Schutzschirm. Ja, aber nicht also das ist halt ganz geil. Das hat halt schon so ein paar spielerische... Oh, Laser. Naja, doch, komm. Es gibt aber auch noch den grünen Laser, glaube ich, der Homing ist. Aber ihr seht, ich bin kein guter Shooter-Spieler, ich bin noch nicht einmal gestorben. Also es ist, die Dinger, die kann man auch kreisen und du kannst sie mit den R-Tasten, kannst du die dann auch stoppen. Ups, jetzt habe ich pausiert. Und dann, die kannst du dann auch zum Beispiel, wenn du die dann so machen. Dass die im Gegner direkt fahren, ne? Ah, jetzt bin ich getroffen worden, jetzt ist die Stufe runtergegangen von dem Ding. Und glaube ich an der Energieleiste da oben, ne? Dann je nachdem, welche Stufe des Schusses du erreicht hast.
Also das macht schon wieder richtig Bock. Also ich kann es nicht anders sagen. Durch diese verschiedenen Waffen und die du dann auch noch... jetzt habe ich mich in Schule tätig. Also es ist halt echt motivierend durch diese verschiedenen Waffen und den moderaten Schwierigkeitsgrad und... jetzt kommt der erste Boss, den können wir uns noch angucken. Also bisher schlägst du dich, auch wenn du es anders gesagt hast, ziemlich gut. Muss ich sagen, so weit wäre ich nicht direkt gekommen. Ich habe das... Smartphone kannst du ja nehmen, ne? Ich habe das aber auch wirklich sehr viel gezockt, ey. Da kommt doch noch nicht der Boss. Aber ich bin schon wieder im Level ganz weit unten. Das wäre vielleicht was für ein Couch an Couch. Also nicht direkt das Spiel, aber warum nicht mal, wie weit man in einem Shoot'em Up kommt. Also ein Shoot'em Up hatten wir noch nicht. Sollen wir mal Colin dran holen, der spielt die Dinger ja auch heutzutage noch ganz gerne. Ja, das ist auch so, das kann ich mir schon vorstellen. Colin ist ja bestimmt. Er mag ja so Competition-Geschichten auch sehr gerne. Irgendwo gibt es bestimmt das Shoot'em Up gemischt mit Flipper, da bin ich mir sicher. Dann kriegen wir ihn gar nicht mehr los. Jetzt kommt gleich der Boss. Bossy, Bossy. Das ist Circle nochmal gewesen. Die nehmen jetzt so einen weiteren Weg, ne? Die sind ganz gut, die Circle-Dinger. Ist ja immer noch ein Dreierschuss nach vorne. Oh, jetzt hat es mich erwischt. Aber ich messe dich wieder hier raus, ne? Oh, ist gut. Huch. Ja, jetzt. Oh, ja, jetzt ist der Wurm drin, ne? Jetzt ist der Wurm drin. Ja, machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Aber echt immer noch, das wird richtig geil noch später, wenn du es schaffst, dann erstmal deine Waffe aufs höchste Level zu bringen und du hast dann irgendwie Homing-Laser und überall explodiert, das macht schon viel Spaß. Sparkster war der Nachfolger von hier Rocket Knight, ne? Rocket Knight Adventures, genau. Nicht ganz so gut wie Rocket Knight, leider. Also es gab hier zwei Sparks, eins fürs Mega Drive, eins für Super Nintendo und beides auch wieder unterschiedliche Spiele, warum auch immer. Rocket Knight fand ich super, damals auf Mega Drive hier. Ja, wahrscheinlich Exklusiv-Deals oder sowas. Es, ne? kann gut sein, ja, dass die gesagt haben, hey, das eine Team macht exklusiv ein Spiel, auch wenn wir es gleich nennen. Ansonsten die gleiche Mechanik, wie du sie kennst, mit dem, also ist es ein Opossum? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, glaube schon. Ja. Wo du mit dem Ringelschwänzchen hier dann dich dranhangeln kannst, mit der Rakete nochmal weiterfliegen. Das Level-Design war nicht so toll, wie man es noch von den anderen Varianten her kannte. Aber sieht auch cool aus, ne? Absolut. Das ist auch wie diese Jumpen, wie sagt man, Action-Jump'n'Runs oder was, war halt auch echt eine Stärke des Super Nintendos, ne? So diese arcadigen, große Sprites, Parallax-Scrolling. Und der Spiegeleffekt ist geil, ne? Ja. Ach, dreh ich mal um hier. Das hat halt, ey, man muss sich das auch vorstellen, also als Zehnjähriger, ne? Da macht das auch schon echt Bock und andere Zeiten, ne? Gab einfach auch nicht so viel. Mhm. Und dann hast du so ein Spiel wirklich aufgesogen und gezockt, bis du es halt auswendig kannst mit deinen Kumpels. Die kamen rüber, jeder hat mal gespielt und es war einfach, es wurde nicht langweilig. Da gibt es ja so viele auf Mega Drive hier, Rista und noch der mit dem Kopf. Dynamite Heady. Mhm. Oder Kid Chameleon, das heißt, ja, Kid Chameleon. Aber war nicht ganz so gut. Das war nicht ganz so gut. Gunster Heroes, genau. Alien Soldier. Gab es so viele wie Gecko irgendwas? Wie ist das nochmal? Gecko 3D? Es gab Gecks 3D, aber das war ein PlayStation 1 Ding. Aber da gibt es auch ein paar gleichbare. Da können wir auch gerne raus hier, sonst würden wir auch Sparks da spielen die ganze Zeit. Ja. Da hast du auch absolut recht. Da gibt es etlichen Stuff, ob auf Mega Drive, ob auf Super Nintendo, teilweise auch eben exklusiv, weil mal für das eine oder für die eine oder für die andere Plattform dann was gemacht wurde. Warte mal, ein Spiel, das hattest du mal gesagt, dass du es damals gespielt hast. Das will ich dir ja auch nochmal kurz reinhauen. Da wirst du auch schon sagen, hey, wo sind wir gerade? Bei. Gehen wir mal hier kurz rein. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Lufia. Lufia natürlich. Oh, Lost Vikings, auch geil. Lost Vikings, auch sehr gut. Aber ich meine nicht Mortal Kombat. Habe ich auch gespielt. Ich meine das hier. Ninja Warriors. Oh, ist das dieser Sidescroller? Mhm.
Den suche ich schon so lange. Ich kann mich noch irgendwann erinnern, du hattest mal davon gesprochen, da muss ich auch dran denken, als ich es dann nochmal aufgetan habe. Wenn das der ist, den ich meine, den suche ich schon so lange. Ist das das, was ich denke? Mhm. Wenn es auch so einen gelben gibt? Ja, Mann, das ist es. Denn das ist nämlich richtig geil gewesen. Das ist ein so ein bisschen wie Kung Fu Master, ne? Eine Linie, links und rechts und dann. Final Fight und so ein bisschen. Ja, du hast eben eine Ebene, statt da nach hinten zu gehen, aber dann dafür schöne Optik, ordentlich Effekte. Ich glaube, wenn du die Leiste unten voll hast, kannst du mit X ein Special dann machen. Das hat mir mega Bock gemacht. Und du kannst auch die Gegner greifen, wenn du da nah dran bist und dann irgendwelche Suplexes und anderen Stuff dann damit machen. Das Spiel hatte ich auch vor einiger Zeit mal behandelt hier im Retro Club, aber die Arcade-Variante, die ist anders als dieses Spiel hier, weil das quasi so ein, nicht nur Umsetzung, sondern auch gleichzeitig Sequel gewesen ist. In der Tradition wie eben diese Kung Fu Masters oder Vendetta, wie sie alle heißen, also die Side-Scrolling-Beat'em-Ups, ohne dass du eine Ebene dazu hast. Und immer schön viel Gegner gleichzeitig und hübsche Optik, schön viel Explosion. Ich dachte, der hätte mehr Schlagvarianten gehabt. Ich glaube, du kannst dann wirklich, wenn du da rangehst und entweder mal Sachen probierst, das variiert, je nachdem, wie weit du beim Gegner dann stehst. Oder vom Ducken oder irgendwelchen anderen Shit. Das habe ich auf jeden Fall gerne gezockt. Auch immer mit dem kann man sich auch zu zweit spielen? Ich kann mal gucken, ich weiß es nicht. Habe ich Drop-In? Nee, leider nicht. Die Wahl hat er in einem auch nicht gelassen. Mit der Ebene. Okay. Also solche Sachen natürlich dann hauptsächlich, wenn es funktioniert, dann mit den Kumpels zusammen. Ja. Schön Final Fight und alles, oder Final Fight 2 im Speziellen, haben wir viel gezockt. Ich weiß noch, Final Fight war das erste Spiel, was ich, glaube ich, gesehen habe auf dem Super Nintendo, im Laden. Mhm. Und war völlig weggeblasen, wegen der realistischen Schlaggeräusche. So ging es mir erst, das gleiche war auch bei Mega Drive mit Streets of Rage. Streets of Rage gesehen und Sonic, The Hedgehog, logischerweise. Haben wir die Box kaputt? Ich glaube, wir müssen dann... Ah ne, jetzt geht's weiter. Streets of Rage war auch großartig mit den Effekten. Sowieso von der Musik auch alles her. Da kann ich mich auch nie entscheiden, ob ich Final Fight oder Streets of Rage besser finde. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen eher bei Rage gelandet momentan, mit den Jahren. Ja, okay, ich glaube, man hat genug gesehen. Ja, aber das habe ich davon. Wie machst du das immer? Select? Unten und Select. Also das habe ich gerne gespielt. Ogre Battle habe ich sogar gehabt. Wollen wir eine Runde FIFA sogar spielen? Oh das Gott. Klassische. Man muss ja sagen, die EA-Sportspiele waren ja immer sehr, sehr schlecht auf dem Super Nintendo. Die waren auf dem Mega Drive immer besser. Ich weiß nicht, woran das lag. Weißt du noch, warum sie besser waren? Weil die flüssiger liefen. Die haben immer geruckelt auf dem Super Nintendo. NHL-Hockey hat, glaube ich, auch 10% oder 15% weniger oder keine Ahnung was gekriegt bei Bewertungen auf dem Super Nintendo gegenüber dem Gab es nochmal die Abwertung bei den Zeitschriften? Ja, ja, total. Ist so die Geschichte wie damals 360 und PS3, wo sie die zuerst fürs Mega Drive gemacht haben und nicht vernünftig auf dem Super Nintendo umsetzen konnten. Scheinbar. Ich kann es mir auch nicht erklären, weil das Super NES ja die bessere Hardware hatte. Aber irgendwie haben sie es nicht hingekriegt. Exhibition. So, Select Teams. Du kannst aussuchen, glaube ich, ja? Such einfach zwei Teams raus. Okay, dann willst du. Geh nochmal zurück. Kannst du zurück? Kreis oder A oder so? Soll ich Deutschland oder willst du Deutschland? Ja, manche Sachen, dass man den Pad nach links, nach rechts und so. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch nochmal den Podcast gemacht für die Sportspiele. Und auch nochmal das erwähnt. Ich habe weniger FIFA gespielt von den alten her, sondern natürlich ISS, was hier auch ich mir nochmal drauf getan habe. Und World Cup Striker, falls dir das nochmal was sagt. Ja. Was Hallenfußball hatte, wo du. Das war richtig geil. Aber da hieß es nicht nur Striker? Elite Soccer, Elite Striker. Es gab eine weitere Variante, wo World Cup Strikers dann hieß. Das war das Modul, was ich dann daheim hatte. Sepp Meyers World Class Super Soccer, weiß ich auch nicht mehr. Das Tolle ist jetzt erstmal wieder herausfinden, was wir nochmal passen, was wir nochmal schießen hier. Das ist scheiße. Ja, okay. Ist gar nicht so schlecht eigentlich. Wo ist er da? Kann man rennen?
Kennst du irgendwas? Oh, boah, war das? Na, hey, verdammt. Der war Pfosten. Fuck. Oh, aber dein Torwart hält gut. Und das war das Spiel, das alles begründet hat. Ja. Aber ich sehe schon, was du performancemäßig meinst. Also ich habe auch den Eindruck, es müsste eigentlich ein bisschen zackiger laufen. Aber man kann es spielen. Also ja. Ich hätte gar nicht. Also es ist jetzt nicht überragend, aber. Ach komm, wieso ziele ich immer auf den Kack-Torwart? Ich frage mich gerade, ob das wirklich 11 Spieler sind. Ach so, man kann auch noch Passpower. Länge gedrückt hältst. Oh. Ich wollte eigentlich schießen. Komm schon. Macht schon ein bisschen Spaß, ja, oder? Also da hat man schon gemerkt, dass da ist ein Potenzial, auf das. Ich meine, im Prinzip patchen die dieses Spiel seit 17 Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren oder wie lange auch immer. Das ist alles nur Updates seitdem hier. Ja, im Prinzip ist es alles nur ein Patch. Ich sag's aber, ich habe voll Bock, insbesondere Superstar Soccer 64. Das können wir gerne nochmal spielen hier. Wir haben ja ein N64 und ja, das Modul hier. Habe ich sogar noch das Modul zu Hause, glaube ich. Das habe ich nie verkauft. Das ist eines der besten. Oh, komm. Oh, mir fällt gleich mein Daumen ab, ey. Oh, komm! Ah, das kann doch nicht sein! Du Dummsau! Du Dummsau. Da ist das verborgenen Talente des Gregor Karl. Naja, Talent eher das Wutpotenzial. Yes! So geht das. So, jetzt hören wir auf. Okay, jetzt reicht's. Da hast du dein Tor. Eine kleine Jubel. Kommt gar nicht raus. Wo ist nochmal? So. Ja, aber schön mal wieder sich an sowas erinnern zu können. Ich glaube, für eins haben wir noch die Zeit. Du kannst gerne nochmal gucken, ob du irgendwas im Speziellen dir nochmal anschauen willst. Oh Mann, aber du bist gerne wieder eingeladen, dass wir noch mehr ein bisschen nostalgieren. Ja, man kann es wirklich nur anreißen, weil es ist einfach zu viel. Aber es ist echt, du hast natürlich hier auch wirklich nur Perlen drauf. Ne? Es gab natürlich auch viel Schrott, aber du hast hier wirklich fast keine schlechten Spiele. Also keine komplett Grütze, wo ich sagen würde. Mit der Zeit, wenn du natürlich dann Sammler bist, du kaufst und verkaufst Sachen und versuchst dann deine Sammlung so glatt zu bügeln und sagst, okay, das will ich aus dem Grund behalten, das will ich gerne so probieren. Und ich hoffe mal, ein bisschen Schrott ist noch dabei, aber Schrott, zu dem ich noch eine spezielle Bindung habe. Oh, da gibt's auch, wie viele Teile gibt es auf dem Super NES? Drei? Oh, einen gibt es auf dem Super NES, zwei auf dem Super Nintendo und Front Mission war später auf PlayStation. Und Hagane PlayStation war auch nochmal so ein Action. Hagane war eher so ein bisschen Strider-mäßig, genau. Guck mal, Harvest Moon gab es für Super NES. Mhm, Harvest Moon auf dem Super Nintendo angefangen. ISS, Jimmy Connors habe ich vorhin ein bisschen gespielt. Oh, das würde ich gerne nochmal spielen. Wollen wir mal? Ja. Komm. Das war geil. Hoffentlich ist das noch gut. Das war es ist das beste Tennisspiel auf dem Super Nintendo. Das hat er überall 90er-Wertungen gekriegt, glaube ich, ne? Ja. Ey, da weiß ich noch, der TÜVs, der ist zu mir gekommen und gesagt, ich habe eine Special Edition von, kannst du unten, glaube ich, auswählen, dass wir zu zweit. Genau, nimm einfach, starte einfach. Der hat eine Special Edition von dem Ding daheim mit irgendeinem unterschriebenen Shirt und einem Tennisball. Echt? Warum auch immer. Mach mal auf Manual Control. Easy Control ist, glaube ich, dass der Computer für dich steuert. Full Control meinst du? Full Control, ja. Okay. Dann spielen wir Connors gegen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man die ausgewählt hat. Ich habe aber auch, ich kann mich da auch noch erinnern, ich habe das auch ewig und drei Tage gezockt. Achso, wie ging das nochmal? Gedrückt halten, glaube ich. Achso, B gedrückt halten und loslassen. Oh, mein Charakter ist auf Easy Control. Merke ich gerade, läuft von alleine. Echt? Sollen wir mal raus? Okay, gehen wir nochmal rein. Gleiche Musik wie bei Shadow. Haben sie einfach direkt übernommen. Kann man nicht. Ist
Ja, da musst du einmal, müssen wir einmal komplett raus. Lass uns einfach noch einmal ein Spiel so machen, ist egal. Ich hab's hier Lob-Taste. Ja, X müsste der Lob sein. Slice. Das sieht zwar nicht mehr so geil aus und Animationstechnik und so, aber das war echt nicht schlecht. Hast du, also ich war in den 90ern großer Tennis-Fan. Ich auch. Ich habe Tennis gespielt in den 90ern. Ja, ich habe. Ich hab Tennis geschaut. Ich bin nachts aufgeblieben für das ATP-Finale mit Agassi und den ganzen anderen Scheiß. Ich habe die Australian Open live geguckt, wenn es ging, bis das Interesse dann weg war. Aber an allem Sport. Aber ich hab Tennis geliebt. Ich habe auf dem C64 sau viel gespielt, so Great Courts und wie das alles hieß. Alle möglichen Sachen ausprobiert, Virtual Tennis später, ne? Aber irgendwann, kennst ja, du bist ja immerhin noch beim Fußball beigeblieben. Ich glaube, wir können auch raus. Dann ein Ball weg. Ja gut, dann. Du bist ja beim Fußball beigeblieben. Ich bin raus aus allem Sport. Ja, es ist... Oh, shit. Ist halt auch sehr zeitfressend. Sportspiele kannst du halt immer spielen. Aber ein richtig gutes Tennisspiel... Mit so moderner Technik hätte ich einfach mal Bock. So ein Virtual Tennis 5 wäre geil. Das ist immer noch gut. Ich finde, es spielt sich immer noch gut. Du kannst es immer noch genau den Ball präzise. Es macht schon Sinn, dass das so gute Bewertungen gekriegt hat. Mir macht es direkt wieder Spaß. Also es spielt sich immer noch besser als die meisten Tennisspiele, die ich kenne. Ah, schön mit dem Lob. Also ohne Scheiß. Ich finde, mir macht es direkt Bock. Es ist... Und nicht aus so einem Nostalgie-Ding, sondern das kannst du heute locker. Schön Longline. Kannst du heute tatsächlich empfehlen, wenn man wieder reinkommt in die Steuerung? Also, das finde ich, hätten sie ruhig auch auf Super NES Classic draufpacken können. Weil das kann man mit Kumpels echt noch gut spielen. Also. Das wäre auch meine der Hoffnung gewesen. Ich habe mir, als ich mir eine Wunschliste zusammengestellt habe für das Classic, ich hätte gerne so Varianz gesehen. Ne? Ein Fußball dabei, ein Tennisspiel, ein Shooter, so und sowas. Auch wenn du mal irgendwelche Klassiker weglassen musst. Ja. Aber lieber also Varianz haben. Also zwei hätte man nicht unbedingt gebraucht. Das hätte man wirklich nicht unbedingt drauf tun müssen. Das ist nämlich Schotter. Ah, fies. Ja, aber das ist echt ohne Scheiß. Also Jimmy Connors kann ich nur sagen, wenn ihr auf der Suche nach einem Tennisspiel seid, ich weiß, es sieht vielleicht nicht so aus, spielt das mal 10 Minuten und ihr werdet feststellen, dass es immer noch den meisten Spielen... Man müsste mal Final Match Tennis auf der PC Engine nochmal spielen. Mhm. Das galt auch immer als einer... Hat ja mal die 90er bekommen. Ja, genau. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, wie es gealtert ist, aber ich meine, sehr viel mehr braucht man ja bei Tennis nicht als... Also, gut, davon haben wir auch... Ich komme gerne wieder. Geschaut. Ede, ja, wir konnten es nur anreißen, selbst in eineinhalb Stunden, aber es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast. Ey. Und wir machen gerne sowas auch nochmal, gerne mit dem Super Nintendo weiter, aber wir haben ja auch anderen Stuff. Ich habe ja auch eh noch die anderen Retro-Geräte, die ich mal vorstellen möchte. Ja. Bist du herzlich wieder eingeladen. Sehr gerne, ich komme immer gerne, um von früher zu erzählen. Das ist das, was wir können. Wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, Hashtag RBTV, Hashtag RetroClub über Twitter, ansonsten gerne in die Comments rein. Wir sind in den nächsten Wochen wieder mit mehr spannenden Themen zurück. Was genau, weiß ich noch nicht, aber es ist wahrscheinlich in Ordnung maximal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.